Tag 3. Ja, und damit herzlich willkommen zurück. Ich muss mal ganz kurz auf meinen Timer schauen. Jawohl. Gut. Wir sind jetzt am dritten Tag stehen geblieben. Wir machen gleich mal nur aus Prinzip Licht an. Weil wir wissen ja, es ist dunkel. In diesem Spiel. Sehr dunkel. Jetzt habe ich überlegt schon, was wir jetzt am besten... Meine Fresse, ich habe gerade mal die Aufnahme gestartet. Habe ich überlegt, was wir jetzt am besten tun. Und ich habe mir gedacht, weil wir haben jetzt zwar noch einen Schlüssel, aber der passt ja scheinbar nirgendwo. Eigentlich wäre der beste Anhaltspunkt vielleicht nochmal dahin zurückzugehen, wo wir den letzten Zettel gefunden haben. Meine ich. Kann auch sein, dass wir den diesmal Schlüssel ganz woanders finden, aber ich hoffe, dass da jetzt einer liegt oder so. Weil ich glaube, ich könnte mir gut vorstellen, dass das so ist. Gehe ich jetzt mal von aus. Und diese Sounds sind einfach nur so krank. Es ist nichts und trotzdem bam, 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 bam. War das hier? Ja. Hallo? Hallo? Voll. Am besten überall nochmal umgucken, ne? Ne, ne, Fenster meide ich. Nicht, dass dann wieder ein Vogel gegenfliegt. Ich krieg einen Herzinfarkt. Und dann ist das so, ne? So, meine Vermutung war schon mal für den Arsch. Da vielleicht was drin? Nein. Mucke, kannst du dich jetzt mal wieder ein bisschen einkriegen? Das ist schon ein bisschen hardcore, würde ich sagen. Kann man die eigentlich auch anmachen? Schade. Streichhölzer haben wir voll. Du bist komisch. Auf. Und es ist schon wieder scheiße dunkel. Taschenlampe? Hallo. Oh, hier. Ey, das bringt so krass hier, ne? Es flackert. Flackern ist nicht gut. Und Klavier? Nee? Hey, diese Musik, Alter. Wie kann ich eigentlich Batterien nachladen? Oh. Na, das werden wir rausfinden, wenn es soweit ist. Wenn die Batterie fritte ist. Ja, wo gucken wir jetzt am besten? Ich habe jetzt keine Ahnung. Das ist ein bisschen doof an dem Spiel, man muss suchen. Aber genau das ist ja scheinbar auch der Sinn. So, hier ist nichts. Passt jetzt vielleicht mein Schlüssel auf wundersame Weise jetzt in diese Tür? Warum auch? Oh Mann, ey, es ist schon wieder Mitternacht. An. Die Zeit rennt. Könnt ihr mal aufhören rumzuknarzen? Hängt hier irgendwo einer? Oder... Shot verpasst. Was war das? Gehen wir mal raus. Und komischen Psycho-Frösche hier noch. Ja, da sitzt er. Ich kann mir irgendwie noch nicht so ganz vorstellen, dass was draußen ist. Wir werden erstmal nach drin gucken. Aber wenn ich da oben jetzt nichts finde, dann gucke ich draußen. Was ist eigentlich, wenn ich jetzt hier stundenlang rumirre? Kriegt man irgendwie Hilfe oder irgendwas? Wie, ey du Idiot, mach mal da und hier. Ach, dieses Licht, es bringt so viel. Jawohl. Hi. Hast du einen Schlüssel? Thomas, provoziere nicht die Statuen. Sie werden dir wehtun. Und ich suche mal wieder, und ich suche mal wieder, und ich suche mal wieder. Aber atmosphärisch ist das Spiel schon echt
Genial. Schon geil. Hier hatten wir ja nur die Taschenlampe gefunden. Sonst war ja hier auch nichts. Ich guck mal in diese Mülleimer vielleicht. Nee. Hallo? Ja, das ist mein Zimmer, da liegt ja nie irgendwas. Und hier war ja abgeschlossen. Aber da war doch wieder so ein Geräusch gewesen. Vielleicht ist das ja auch wieder ein Zeichen. Es hat sich wieder was verändert. Der böse Geist hat mal wieder die Möbel umgestellt. Aber, ach scheiß drauf, wir gehen nach draußen. Wir werden uns jetzt mal draußen ein wenig umgucken. Hi! Oh. Da ist er wieder. Glubschi. Ich nenne dich Glubschi. Oh ja, wo fängt man jetzt hier draußen an zu suchen? Das Areal ist riesig. Wirklich. Am besten, wir klappern Statuen ab. Das wäre jetzt eigentlich eine Idee, oder? So, unsere ist frittig. Ich probiere es jetzt mal mit eigentlich Standard nachladen. Ja. Schön. Hast du nicht gerade den Kopf noch nach vorne gelegt? Muss ich das zensieren? Video ab 18. Ich will jetzt eigentlich auch nicht mehr die ganzen Batterien aufbrauchen. Also die Geräuschkulisse ist schon echt hardcore, Alter. Was hat es wohl mit diesem Bild von der Baumallee in dem Bücherzimmer unten auf sich? Ist das das, was ich meinte? Der Tipp, wenn man jetzt nicht mehr weiterkommt? Baumallee, Bücherzimmer... Ah, ich glaube, ich weiß, welches Bild. Das ist das, was ich mir schon so ein paar Mal angeguckt habe, wo ich gedacht habe, hä? Irgendwas stimmt da nicht. Oder irgendwie ist das verdammt groß. Ja. Könnt euch auch mal ein neues Geräusch einfallen lassen. Nö. Baumallee, warst du hier unten? Ich glaube, das war hier unten. Auf! Auf! Okay, ist zu. Dann hier aber. Auf! Baumallee. Ist das doch, oder? Was? Was? Hallo? Muss ich durchs Bild? Irgendwas stimmt hier nicht. Ach du Scheiße! Alter! ich habe gerade eine Gänsehaut, die ist extrem. Deswegen sollte ich hier rein. Ach, da liegt jetzt ein Schlüssel. Ich dachte schon, Alter, der wollte mich einfach nur verarschen. Guck nicht so. Ich habe mich erschrocken, das war gruselig. Hast du gerade den Kopf bewegt? Nein. Wo jetzt lang? La 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 la. War hier nicht hinten auch nur eine Tür? Nein. Sehr fein, sehr fein, sehr fein. Falls ihr jetzt gerade irgendwas rumpeln gehört habt, das war nur mein Handy. Es hat vibriert. Eigentlich wollte ich es komplett lautlos machen. Ich dachte eigentlich auch, mir schreibt keiner. Ich habe eigentlich auch keine Freunde, ne? Ja, aber irgendwie hat dann doch irgendjemand das Bedürfnis. Nee. Das hier war auch noch abgeschlossen, oder? Nein, war es nicht. Ach ja, ja. Hier hinten war ja auch noch eine Tür. Vielleicht ist es ja der... Natürlich ist das nicht. Also muss er oben sein. Oh, jetzt werde ich hier schon fast 20 Minuten für einen Tag brauchen, wenn das so weitergeht. 10 Minuten haben wir schon. Eigentlich wollte ich es schaffen, immer so 2 Tage reinzubringen, aber das war mir schon eigentlich, hätte mir eigentlich schon klar sein müssen, dass das irgendwann nicht mehr so funktioniert. Nö. Wie ich das denke. Oh. Hallo? Ach, das ist ja ein schöner Raum. Na Mensch. Und ein Klavier mal wieder. Gitarren, jede Menge Sachen, die Geräusche machen können. Batterien. Und ein Schlüssel. Oh, noch eine Tür. Da ist ja genau das,
identische Bauweise wie unten. Das war's schon wieder. Streichhölzer? Irgendwie habe ich noch keine Streichhölzer bisher gebraucht. Okay, das heißt, wir dürfen wieder auf die Suche nach... Warte mal, das hatten wir ja schon, ne? Warte mal. Nee. Jetzt dürfen wir wieder auf die Suche nach den nächsten Raum gehen. Also irgendwie schwitze ich gerade im Moment ein wenig. Nein. Was? Boah, hört auf mit so Geräuschen, nur weil ich eine Tür öffne. Hallo? Ein Stuhl. Stühle sind nichts gruselig. Oh, eine Treppe. Ja, ist ja wunderbar. Light on! Telefon. Kann ich telefonieren? Nein. Das habe ich noch gar nicht probiert, war unten war ja auch so ein Telefon gewesen. Okay, dann gehen wir mal hier hoch. Und ich glaube, ich weiß, wo wir ankommen. Wir sind jetzt genau auf der anderen Seite. Wie geil ist das denn? Und ich habe den Zettel. Hey! Aber erstmal möchte ich gerne was probieren. Na klar. Ah. Okay, dann holen wir uns mal den Hinweis und dann starten wir mal den nächsten Tag. Gestern Nacht haben wir wieder Geräusche gehört. Ich konnte aber wieder nichts finden. Ja, ey, du bist so viel Aussagen, Digga. Also ein Zettel, wenn man da so guckt, da steht ein endlos langer Text drauf. Tag 4. Und er sagt da nur zwei Sätzchen zu. Vielleicht schreibt er echt groß. Und echt langgezogen. So, ihr könnt euch die Muck jetzt erstmal sparen, bitte, ja? Ach, scheiß drauf, wir machen hier schon mal alles an. Wo ging's denn jetzt eigentlich nochmal dahin? War das hier? Ich möchte jetzt nochmal hoch. Prinzipien-Ding und so. Aber ey, die wollen nicht, dass man rennt. Weil das Spiel dann so ein bisschen schlimmer wird. Oder vielleicht wollen sie ja deshalb, dass man rennt. Aber, man läuft echt ein bisschen scheiße langsam. Wenn ich das mal so sagen darf. Schön. Ist schon wieder Mitternacht, oder was? Ach, schade. Ich dachte eigentlich... Ach. Ich wollte da nicht rennen. Immer dieses komische Knarzen, als ob irgendjemand aufgeknüpft irgendwo am Seil von der Decke hängt. Ich weiß nicht. Ich kann mir eigentlich nur eins vorstellen, dass es immer diese Statuen sind, dass sie irgendwie ihre Augen oder so irgendwas nach uns bewegen. Das sind bestimmt so eine Arschgeigen. Die wollen uns damit schon terrorisieren. Ach nee. Ich kann den Raum nicht mehr sehen. Gehen wir mal hier rein. Hier war da hinten auch noch eine Tür. Und wir haben noch noch einen Schlüssel gefunden. Da oben. Der wird wahrscheinlich... nicht da oben. Hier. Vielleicht ist der jetzt für unten. Die Durchgangstür. Könnte man ja eigentlich mal versuchen, ne? So, wenn das Licht an ist. Ach, guck mal, wie schön beleuchtet das mittlerweile ist. Ne? Aber mit der Deko, Kinders, da müsst ihr euch auf jeden Fall nochmal was überlegen, weil das ist echt... Kann man hier so machen, ne? Ich, auf jeden Fall gehe ich nicht nochmal ins Zimmer mit der Baumallee, ne? So, die Tür meine ich. Ach, warum auch? Hatten wir jetzt hier unten überhaupt noch irgendwas Verschlossenes? Das war das Jagdzimmer, oder? Nee, nicht das Jagdzimmer, sondern dieses, genau. Aber da haben wir noch Streichhölzer, das muss man uns merken. Ich bin ja so ein Sammler. So. Was geht hier ab? Immer noch nicht. Super. Ja, das war der Raum, da gehe ich nicht nochmal rein. Das war das Durchgangszimmer, aber da war ja eigentlich auch nichts mehr, oder? Vielleicht muss man ja wieder rein, weil irgendeiner einer schrecken möchte unbedingt. Wer kommt? Nee. Ich habe euch die Chance gegeben, ihr wolltet nicht. Wir suchen eine Tür. Wir haben einen Schlüssel. Hat es gerade an der Tür geläutet. Läutet es gerade noch immer an der Tür? Ich habe zwar...
krasse Gänsehaut, aber ich würde sagen, wir gehen den jungen Herrn mal begrüßen. Oder der jungen Dame. Vielleicht ist es auch der Pizzas-Lieferant. Hä? Klopft da einer jetzt? Alter, ich sehe den Schatten. Das war ein Kind mit einem Teddy. Nee. Seht ihr das auch? Die Vögel. Sie fliegen an einer Stelle. Wie geht das? Was? Okay, ich muss ehrlich zugeben, ich habe mich trotzdem erschrocken. So, der Schlüssel ist bestimmt für da oben jetzt. Und das werde ich jetzt als allererstes ausprobieren. Ist mir scheißegal, ich probiere das jetzt aus. Ja, du kannst dich wieder ein bisschen beruhigen. Chill mal. Bleib cool. Relax. Alles gut. Ne? Pflanze. Hi. Gott sei Dank haben wir schon am Tage alle Lichter angeschaltet. Wir sind auf jeden Fall vom Stromverbrauch her sehr gut. Vattenfall bedankt sich auf jeden Fall bei mir. Er ignoriert jetzt einfach alles. Aber dieser Geist, also dieser Schatten von dem Mädchen, den fand ich jetzt noch echt gruseliger als... Haha! Oh. Fand ich ja noch gruseliger als die Vögel gerade. Oh. What is that? Oh Gott. Auswahlmöglichkeiten. Schön. Telefon. Tür. Schlüssel. Batterien. Ja, so kann das laufen. Hier ist keine Statue. Was für Knarzen denn hier? Also könnte meine Theorie vielleicht mit den Statuen und den Knarzen, wenn die sich bewegen, auch falsch sein. Weil hier ist weit und breit keiner. Außer ich höre das vom Flur bis hierher. Oh, hier geht's auf. Hallo. Das ist nicht meiner. Oh, ich habe keinen Sauer vom Gefeinsten. Das ist der Zettel, Gott sei Dank. So, Freunde. Und damit verabschiede ich mich jetzt schon mal von euch. Okay, ich habe genug Batterien. Das ist auch gut. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Nein, nach dieser Notiz bin ich nämlich weg. Bye, bye. Linda war sich sicher, dass einige Möbel gestern noch anders gestanden haben. Ich glaube aber, dass sie es sich nur eingebildet hat.